Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Tag 5 der STG Showdown Woche und heute gibt es eine dicke Premiere, gleich dazu mehr. Vorher darf Dennis gerne ganz kurz Hallo sagen. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen. Es ist morgens, es ist 8.28 Uhr, aber ich bin mehr als nur ready, aufgewacht in dem Fall, für diesen heutigen Showdown. Wir haben auf jeden Fall richtig Bock, es wird eine richtig lange Aufnahme. Bei mir, wie auch bei Dennis auf dem Kanal, erscheinen jetzt dann auf jeden Fall Videos. Und in dem Fall hier bei mir, von der dritten Liga, über 4 Saisons, das gab es noch nie auf YouTube, zumindest nicht bei uns, über 4 Saisons einen STG Sprint to Glory Showdown. Wir haben extrem Bock, Dennis, bei dir auf dem Kanal haben wir das gleiche gemacht. Hau doch gerne mal ganz kurz raus, mit welchem Team. Ebenfalls aus der dritten Liga starten wir also rein. 4 Saisons, ist alles aber nicht mit 1860 München, sondern ebenfalls mit einem sehr traditionsreichen Club, nämlich dem MSV Duisburg, den wir dann hoffentlich auch zurück in die Bundesliga bringen können. Wir haben auf jeden Fall die Aufnahme bei Dennis bereits als erstes aufgenommen. Der TSV 1860 München kommt jetzt im Anschluss, nur damit ihr da auf jeden Fall mal Bescheid wisst. Ihr seht jetzt im Hintergrund auf jeden Fall nochmal das Regelwerk. Gerne kurz auf Pause drücken, durchlesen, sollte aber mittlerweile soweit auf jeden Fall verständlich sein. Es gibt eine Ausnahme, im ersten Jahr werden wir keine Spieler snipen, hat folgenden Hintergrund: viele Spieler wollen nicht in die dritte Liga wechseln, wollen sich nicht neu umorientieren und ja, man kann einfach nur, ja ich sag mal jetzt ganz speziell, vereinzelt Spieler aus irgendwelchen schwächeren Ligen oder der zweiten Liga als Beispiel verpflichten. Heißt, man ist dann dahingehend schon sehr stark eingeschränkt und es ist extrem schwer, eine Fünferauswahl zu stellen und wir wollen die Spieler ja auch. Wir wollen ja auch aufsteigen und im besten Fall dann direkt im ersten Jahr, sodass man in der zweiten Liga wirklich uneingeschränkt jegliche Transfers tätigen kann. Es ist auf jeden Fall ein Riesenaufwand und ihr wisst, morgen geht's weiter, diesmal auch am Samstag, 10 Uhr, Wecker stellen, kommt auf jeden Fall eine Sprint-to-Disaster-Folge, checkt das sehr, sehr gerne ab, bei Dennis wie auch bei mir und dann am Sonntag gibt's wieder eine weitere Premiere und zwar einen Sprint-to-Glory-Showdown bis hin zum Champions-League-Sieg, das Ganze auch um 10 Uhr. Wecker stellen, nicht verpassen, lasst Liebe da für den Riesenaufwand bei Dennis und auch bei mir, also lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir machen natürlich auch im wöchentlichen Rhythmus nach dieser Woche weiter, jeden Sonntag oder Samstag gibt's wieder ein Sprint to Glory Showdown. Vorschläge diesbezüglich ab in die Kommentare, um nichts mehr zu verpassen und uns zu supporten. Gerne auch kostenlos abonnieren und das Video bei Dennis abchecken. Erster Link in der Videobeschreibung. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten rein. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Konferenzschaltung, 20 Minuten, die erste. Let's go. Die erste von 4 mindestens Sommertransferphasen. Was jeweils im Winter passiert, weiß ich noch nicht, aber wir starten rein in 3, 2, 1, let's go. 20 Minuten laufen. Unsere Mannschaft im Hintergrund seht ihr wie folgt in Bestbesetzung. Ist in Ordnung, ist tatsächlich, und das als kleiner Spoiler, etwas besser als die Anfangsmannschaft vom MSV Duisburg, aber dafür haben wir deutlich weniger Geld, denn wir haben nur 2 Millionen Transferbudget. Wir haben ein bisschen Vorarbeit geleistet, Dennis wie auch ich, auslaufende Spielerverträge verlängert, die Wunschliste ist voll. Ja, und das halt mit Spielern, die man verpflichten kann. Das sind die einzigen, die gefühlt übrig geblieben sind, aber um da auch ansatzweise auf 3 Neuzugänge zu kommen, muss man im Gegenzug was verkaufen. Heißt, ihr seht das Ganze jetzt, aber vorher gehen wir erstmal kurz rüber zu Dennis. Okay, Freunde der Sonne, 4 Saisons Showdown. Wir können im ersten Jahr relativ entspannt das alles angehen, das Beste holen, was geht. Snipes wird es nicht geben, die Zeit beginnt in 3, 2, 1. Los geht's. Ja, nochmal. 3, 2, 1. Los geht's. Jetzt aber. Und damit starten wir rein. Kümmern uns nicht um den eigenen Kader, denn normalerweise macht Chris das ja immer mit Wunschliste und vielleicht auch schon Spieler auf die Transferliste machen. Dieses Mal Premiere habe ich es zum ersten Mal gemacht. Dementsprechend steht eben auch schon die Transferliste. Wir haben uns ein bisschen Zeit gespart, also vielleicht so 20, 30 Sekunden. Da sind Spieler drauf, die vor allen Dingen natürlich kein Potenzial mehr haben und uns auch ein bisschen was an Transfersummen einbringen. Denn hier bei 1860 München schwimmt man nicht in Geld. Wir haben halt wirklich nur knapp 2 Millionen Euro Transferbudget. Das reicht Stand jetzt für einen Spieler und wir wollen vielleicht versuchen, auch mehr als nur einen Neuzugang hier an den Start zu bringen. Das Konto jetzt leicht aufgestockt auf 5 Millionen, wobei leicht ist vielleicht etwas untertrieben, denn für ja, 1860 Verhältnisse in Liga 3 ist es schon in Ordnung. Wir haben von Benevento 900.000 für Deichmann eingenommen, Moll geht zu Imre Janisvor für 410.000, Rieder 970.000 zu Wahlweg. Parallel wollen wir natürlich auch noch irgendwie gucken, dass man die ältere Generation vielleicht verkauft, mit Bär, der jetzt aber leider verletzungsbedingt ausfällt, und mit Stefan Lex. Holzhauser ist der beste Spieler im Kader, der aber zugleich auch nur ausgeliehen ist. Ja, wir müssen schauen. Auf jeden Fall brauchen wir Ansätze neu im Mittelfeld, auf der Achterposition. Es ist eine gute Mannschaft, aber für den Aufstieg bedarf es definitiv qualitative Verbesserung. Unseren bisherigen Stammstürmer, den haben wir verkauft für 1,2 Millionen. Dazu Lackenmacher hier eingetauscht. Dafür kommt Alex Collado. Also ich glaube, er heißt Alex mit Vornamen. Oder Collado eher gesagt. Doppel-L ja im spanischen Villot. Von der zweiten Mannschaft, vom FC Villarreal. Die spielen in der zweiten spanischen Liga. Ist jetzt keine absolute Offenbarung. 67er Gesamtstärke. Potenzial, glaube ich, irgendwie bei 78, 79. Aber es reicht erstmal für den Start. Der nächste Transfer, Leute, ein Sechser von uns und ich glaube 290.000 Euro waren es, werden eingetauscht gegen Prince Anning, wie auch immer ausgesprochen wird. Einer der talentiertesten oder der talentierteste Spieler, glaube ich, sogar hier in der dritten Liga, neben Morgala, der ja bei uns spielt. Ein Sechser gegen einen künftigen Flügelspieler eingetauscht. Hier das Ganze andersrum. Wir tauschen einen Flügelspieler, nämlich Vrenetzi heißt der gute Mann, zum linken Flügelspieler. Geändert auch die Position. Danke da nochmal an Chris für den Tipp. Plus 2 in der Gesamtstärke und wir tauschen ihn hier in dem Fall für einen Sechser ein. Afis Arif
Baremo kommt aus der zweiten Bundesliga von St. Pauli für die Sechserposition. Und das Ganze vielleicht auch mit Tauschdeals. Jasper Verlaert und 1 Million obendrauf für Bichir Omeragic oder Omeragic. Ich weiß immer noch nicht, wie man den auf jeden Fall in dem Fall ausspricht. Vom FC Zürich, der hat zwar nur das gleiche Rating wie Verlaert, hat aber natürlich ein deutlich besseres Potenzial. Und das ist gerade hinsichtlich dieser 4 Saisons extrem wichtig, dass man nicht nur im Hier und Jetzt denkt, sondern auch in die Zukunft. Und das machen wir mit diesem Transfer. Der erste Deal ist also eingetütet. Hiller Killer hinten drin ist zwar zwischenzeitlich die Nummer 1 gewesen, jetzt aber wird er eingetauscht und nur 1,3 Millionen obendrauf für Elia Cabril. Der hat 3-mal einen höheren Marktwert als zuvor Hiller. Also ich finde zwar einen richtig geilen Torhüter, aber wir wollen auch hier mit einem besseren, jüngeren und vom Potenzial her noch besseren gehen. Freigabesumme lassen wir definitiv raus. Der wechselt hier von Bari, zweite italienische Liga, und ist dementsprechend unser zweiter Neuzugang. So langsam aber sicher kommen wir in Fahrt. Das Ganze aber auch nur dank Tauschdeals. Aber egal, das nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit. Wir locken jetzt mit Rooney Bacci, ein absolutes Megatalent und damit ein 16-Jähriger mit einem 66er Rating und einem Potenzial auf bis zu 86 von Kopenhagen nach München, zahlen nur 1,5 Millionen. Das ist eine knappe Million unter dem eigentlichen Marktwert und damit ist auch dieser Transfer direkt unter Dach und Fach gebracht. Wir tauschen Stefan Lex eine, zahlen nochmal, was waren es, 300.000 Euro knapp obendrauf, und dafür kommt Sidney Rebiger aus der zweiten Bundesliga, ebenfalls von Greuther Fürth, auch hier wieder eines der größten Talente aus der Liga, dessen Position wir ändern werden, und vielleicht spielt er auch dann schon in unserer Startelf. Unser neuer Rechtsverteidiger kommt aus der zweiten Bundesliga vom HSV, William Mikkel Brensons, wie auch immer, ich nenne ihn einfach Mikkel, damit ich mir weitere peinliche Aussprachen dieses Namens erspare. Unser neuer Rechtsverteidiger, also vom HSV. Giannis Konstantelias ist 19, hat einen 69, einen Marktwert von 3,3 Millionen und wir überweisen gerade mal 1,55 mit 7% Weiterverkaufsgebühr, aber das ist natürlich ein absolutes Schnäppchen, was wir uns nicht entgehen lassen können, in der Hoffnung, er verzichtet auf ein wenig Gehalt, und das ist offiziell, und damit haben wir jetzt auch noch einen neuen Spielmacher für die 10er-Position. Ermöglicht auch nur durch Verkäufe, später dazu mehr, es waren nochmal 3 weitere, ich hoffe, ich vergesse es nicht, euch diese vorzustellen. Da jetzt aber auf der 10er-Position der Grieche da ist und wir Joseph Boyamba auch dahingehend umtrainiert haben, müssen wir natürlich gucken, dass wir irgendwie die Konkurrenz recht klein halten. Die Spieler sollen spielen, sollen sich entwickeln, und damit ist dann auch das Teamgefüge am besten. Alan Maturo ist einer, für den wir keine Ablöse zahlen, sondern einfach nur Boyamba im Tausch machen wir jetzt. Wir haben dann zwar noch Belkahia, wir haben natürlich Morgalla, wir haben den anderen Verteidiger-Neuzugang mit Omeragic. Wir müssen einfach mal schauen, wie wir das jetzt irgendwie gehandelt bekommen. So langsam aber sicher neigen wir uns dem Ende der Transferphase, dem Ende unserer Transfers. Carlos Sentic wird unser neuer Torhüter, nachdem wir Hiller verkauft haben. Hat, glaube ich, erstmal eine Gesamtstärke weniger, aber dafür langfristig mehr Potenzial. 21 Jahre jung und unser neuer Keeper, unsere neue Nummer 1. So rum. Vielleicht geht noch was, es könnte aber auch der letzte Transfer sein, es sind noch 2 Minuten auf der Uhr. Ich habe noch 2 Kandidaten, die ich verkaufen wollen würde. Rooney Bacci ist unser nächster Spieler, 16-jähriges Top-Talent, Shootingstar, 66er Gesamtstärke und das höchste Potenzial von allen Spielern, die wir verpflichtet haben, mit 86 hier vom FC Kopenhagen. Oh mein Gott, Leute, der Timer klingelt genau dann, wo wir den letzten Transfer perfekt machen. Ich stoppe ihn kurz. Amino Sieb ist es. Oh mein Gott, Leute, ich wollte nämlich noch einen Flügelspieler eintauschen, damit Bacci, unser Shootingstar, 16 Jahre alt, hoffentlich auch Stammspieler ist. Da waren nämlich 2 Spieler davor. Deichmann haben wir jetzt erfolgreich verkauft und den anderen Kollegen jetzt eingetauscht gegen Amino Sieb. Der kann Stürmer spielen, wahrscheinlich aber auch auf dem Flügel. Vielleicht spielt er anstelle von Aining auf dem linken Flügel. Müssen wir einfach gucken, Leute. Aber das sind jetzt erstmal alle unsere Transfers insgesamt. Da ging ja wirklich einiges für 2 Millionen Budget insgesamt vor allem. So, Schlussoffensive nochmal. Wir haben Bilic verkauft, Morgalla 2-2-4-6 und Belkahia. Das war einfach nur Konkurrenz natürlich für den jetzt frisch Eingekauften hier. Ich finde ihn nicht mehr. Keine Ahnung, wo der andere Neuzugang jetzt auf jeden Fall ist, aber wir haben natürlich noch den Innenverteidiger geholt, der auch hier in der Startelf steht oder nicht, weil ich den wahrscheinlich verliehen habe. Hä? Wo ist der Innenverteidiger? Ach, da war er ja gerade mit Maturo. Ich dachte jetzt schon, was ist mit dem? Der ist gar nicht mehr hier. Also der ist jetzt mit einer 65 natürlich in der Startelf. Wir haben aber jetzt auch wieder ein bisschen Geld. Wir haben aber nicht mehr so viel Zeit. Ich will vielleicht noch einen neuen Achter holen. Müssen wir uns mal überraschen lassen. 4 Millionen ist auf jeden Fall soweit in Ordnung. Wir gucken mal, was die Zeit jetzt noch bringt. Übereinkunft mit Parma, das Ganze bei Adrian Bernabe. Wir haben dann noch ein bisschen Geld, aber wir werden es dabei dann auch belassen. Auch im Winter sollte und wird nichts mehr passieren. Denn im Endeffekt bin ich damit zufrieden. Der kriegt ein bisschen mehr Gehalt. Ich weiß, wenn man den umtrainiert, geht da plus 2 nach oben. Brenetzi im Tausch, 2,3 Millionen als Aufpreis, und damit haben wir unsere Transferphase erfolgreich abgeschlossen, und ihr seht jetzt dann gleich nochmal im Hintergrund all unsere Deals, und es war wirklich nervenaufreibend, es war aber mega, mega geil, es hat extrem viel Spaß gemacht, und normalerweise haben wir damit eine Mannschaft geformt mit 5 Neuzugängen, die in Richtung Liga 2 steuern kann, vielleicht sogar steuern muss. Auf den richtigen Positionen haben wir auf jeden Fall jetzt da nachgelegt. Das war das, was ich wollte. Bernabe geht hier auf den Flügel, ich glaube auf LF oder
oder LM, ja, ist ganz egal, dann geht er auf jeden Fall auch nach oben und ja, vorne kriegt Lackenmacher auf jeden Fall vollstes Vertrauen. Er ist zusammen mit Tallich, Holzhauser, Greilinger und Lannert der einzig übrig gebliebene hier vom Anfangskader. Holzhauser nächstes Jahr müssen wir ersetzen logischerweise, aber ansonsten haben wir eine richtig coole junge Truppe mit extrem viel Potenzial. Die erste Sommertransferphase liegt hinter uns und wir haben ja erklärt am Anfang ohne Snipes. Wir wollen auch gar nicht so viel Zeit verlieren, denn wir haben unfassbar viele Transferphasen und Zeit noch allgemein vor uns. Deshalb ganz kurz einfach nur mal der Check. Dennis, sag gerne mal kurz, wie viele Transfers und welche Transfers es dann auch direkt geworden sind. Okay, also erstmal ganz schnell insgesamt, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Transfers. Also, 8 Transfers. Ja, ist einiges gegangen, aber ich habe auch sehr viel verkauft, sehr viel eingetauscht, also eigentlich alles, was ging. Mhm. Es ging auch sehr viel. Für den Sturm ist gekommen Diego Collado von Villarreal B für den Sturm. Mhm. Prince Aining für den Flügel, ist aber wahrscheinlich eher so ein Backup, denn Hauptflügelspieler wird jetzt Amindu Sieb werden, auf dem linken dann. Rooney Badji kommt für den rechten Flügel. Carlo Sentic von Split ist mein neuer Keeper. Mikkel Brissens, Mikkel, habe ich ihn jetzt getauft, kam vom HSV, Rechtsverteidiger. Aremu von St. Pauli für den Sechser. Und letzter Mann ist dann Sidney Rebiger, kennt man ja auch, Talent von Fürth, ehemals Leipzig, glaube ich. Ja, es ist auch mehr so ein Backup für die Zehnerposition, weil Holzhauser ja auch nur geliehen ist für die zweite Liga, die wir dann hoffentlich im nächsten Jahr haben werden. Ja, ganz genau. Also, sehr, sehr starke Transfers. Bei mir sind es 5 Transfers an der Zahl geworden mit Bekir Omeragic oder Omeragic für die Innenverteidigung. Mhm. Dann haben wir hier einen neuen Torhüter mit Elia Cabril, Italiener, kam vom Bari. Mhm. Dann habe ich auch, wie du, Rooney Badji geholt, natürlich von Kopenhagen, absolutes Top-Talent. Mhm. Adrian Bernabe ist bei mir für die andere Flügelpositionsseite gekommen. Der hätte zwar im nächsten Jahr einen auslaufenden, aber ich brauchte jetzt auf jeden Fall noch einen Backup oder beziehungsweise einen neuen Spieler. Habe ich den hier im Duisburg-Showdown geholt? Irgendwie der Name sagt mir was. Bernabe, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, da habe ich schlechte Erinnerungen dran, würde ich jetzt mal sagen. Ich erinnere mich. Den hatte ich da auf jeden Fall im zweiten Jahr und dann habe ich für die Zehnerposition Giannis Konstantelias, also 19 Jahre, 69 für die Zehnerposition, kam von PAOK und ja, das wären soweit auf jeden Fall die Transfers und wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren, es gibt keine Snipes, wir dürfen die Spieler natürlich allesamt behalten und dann gehen wir ganz kurz an den 1. Januar, nur um zu schauen, sieht es denn tendenziell Richtung zweite Liga aus, ja oder nein, und dann geht es auch schon ans erste Mal Punkte zählen Ende der Saison. Also ihr merkt, wir sind ganz gut in der Zeit. Angekommen am 1. Januar blicken wir jetzt ganz kurz Zwischenergebnis, wir verlieren gar nicht so viel Zeit und starten rein mit dem Blick auf die Bundesliga, auf die dritte Bundesliga, in dem Fall die dritte Liga. Die dritte Liga nur. Ja, Bundesliga darf man nicht sagen, ja okay, ich weiß, aber die dritte Liga. Ja sogar noch Regionalliga. Ja, ich weiß ja schon durch deine Serien, was du da erwähnt hattest, dass es bei dir sehr gut lief. Ich kann anfangen, ich bin Vierter, 30 Punkte. Alles aber noch im Rahmen. 2 hinterm Zweiten, 6 hinterm Ersten. Theoretisch könnten wir ja noch Meister werden. Also ich bin guter Dinge, dass wir aufsteigen. Okay, hört sich auf jeden Fall gut an. Bei mir hört es sich tatsächlich besser an, weil alles, was nicht die Meisterschaft wird, würde bedeuten, wir haben eine katastrophale Rückrunde gespielt. Ich habe 10 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Wie viele Punkte hast du? 45. 45, Digga, krass. Ja, hättest du auch bei mir auf dem ersten 9 Punkte, also auf dem zweiten dann, in dem Fall Dresden. Okay, also die Jungs haben komplett performt. Ich bin super zufrieden, aber natürlich wollen wir trotzdem im besten Fall beide aufsteigen, um dann erstmal komplett uneingeschränkt Transfers tätigen können und ja, natürlich dann auch von den Punkten her, dass man irgendwie so im Gleichschritt ist. Aber ich glaube, ich habe die Hoffnung, Dennis spielt eine gute Rückrunde, wäre nicht die erste Rückrunde, die er richtig gut spielt, weil ja, so aus den vergangenen STG-Showdowns. Wir kommen mal eher in der Rückrunde an, da kommen wir richtig an in die Saison. Ja, und so. Deswegen, genau. Ist ganz oft so bei dir tatsächlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Also in der Rückrunde performen wir öfter. Kurz zum DFB-Pokal, also eigentlich, ne, Chris ist halt nicht drin, das ist das Problem. Ich war drin, Runde 1 gegen Kiel sogar gewonnen, gegen den Zweitligisten, Runde 2, dann Gladbach auch da, eigentlich eine gute Leistung, 2:1 hat leider verloren. Okay, alles klar. Aber gibt leider keine Punkte, finde ich auch ein bisschen blöd, dass ich im Pokal mit dabei bin. Schade drum. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber gut, dann fackeln wir gar nicht lang, simulieren als Ende der Saison und da geht's direkt das erste Mal ans Punkte zählen. So Leute, ich habe mal kurz übernommen hier in dem Fall. Ich meine, Chris wird euch noch genug hier volllabern, deswegen. Wir sind angekommen zum Ende der ersten Saison, Juni 2023 und wir blicken also jetzt mal auf den Wettbewerb, den es ja nur gibt, nämlich die dritte Liga. Ich kann auch kurz erwähnen, ihr seht's hier schon mal, meine Manager-Rating. Ich habe die Cheat-Engine angemacht, denn ja, es lag nicht im Ergebnis, dass ich kurz vor der Entlassung war. 1860 legt halt viel Wert auf Jugendarbeit, deswegen umgehe ich das hier in dem Fall mit der Cheat-Engine. Ich hoffe, dass jetzt aber hier keinen krassen Einfluss hat. Ich gehe aber auch stark nicht davon aus. Also meine Mannschaft wird jetzt nicht viel besser performen. Aber gut, fackeln wir gar nicht lang rum. Wie gesagt, Leute, am Ergebnis lag es nicht, denn ich bin Meister geworden. In der dritten Liga, 73 Punkte am Ende auf dem Konto. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden.
Ja, das ist sehr, sehr stark. Ich habe 84 Punkte, habe nicht ganz so stabil rasiert. Ich bin erstmal mit 3 Niederlagen in Folge in die Rückrunde, habe mich dann aber hinten raus wieder mit einer 5er-Siegesserie gerettet. Auf jeden Fall bedeutet, wir haben 20 Mannschaften abzüglich unserer Platzierung. 19 plus 3 für beide, sind wir also bei 22 Punkten. Und es gibt gar nicht so viel mehr noch weiter zu erzählen. Pokal ist natürlich erstmal außen vor, Trainer des Monatspreises. Digga, Trainer des Monatspreises. Du hast so viele Spiele in Folge gewonnen, gerade in der Hinrunde. Ja, und ich halt nie, also ich glaube, ich hatte keinen Monatwunsch, wo jedes Spiel gewonnen wurde. Okay. Ja, dementsprechend steht da auch die Null. Okay, ich habe bei mir 2 tatsächlich. Ja, okay, das ist noch im Rahmen. Das ist noch im Rahmen. Ich hätte jetzt eher mit 4 oder so gerechnet. Ich tatsächlich auch, weil ich dachte, es waren schon echt krasse Monate bei mir mit dabei. Ja, man kann aber nicht wissen, welche Vereine eben auch krasse Monate hatten und so weiter. Deswegen, also gut, das sind jetzt die ersten 2 Punkte Vorsprung, aber wir haben noch viele Punkte vor uns. Deswegen schauen wir also mal auf die Statistiken. Zu guter Letzt, ich habe sehr viele Spiele zu Null gespielt, das kann ich sagen. Also für Drittliga-Verhältnisse ging es schon gut ab. Ja, ich finde auch, also mein Torwart hat auch gut performt, ist auch bei einer 75 mittlerweile, hat 3 Dinger vorgelegt. Okay, krass. Ohne Gegentor, ich mach's kurz so knapp, ich habe 11. Ich habe auch 11. Oh, okay, dann gibt's da eine Punkteteilung. Mein erster Keeper, der 72. Ich weiß nicht, ob er verletzt war, aber Kretschmar kam halt irgendwie auf 4 Spiele, hat da 1-0 gespielt. Wenn das halt Semtic hätte, dann ja, wird's anders aussehen, aber sei es drum. Ja, so ist es halt, wir teilen uns den ersten Punkt. Vorlagen, ja, Bruder, Trauerspiel. Trauerspiel. Wie viel? 7. Okay, ich habe eine 10 und das ist in dem Fall bei mir Holzhauser und das ist halt noch Raphael Holzhauser, der ist nur ausgeliehen, einer der besten Spieler im Kader, wird uns aber zur neuen Saison verlassen. Mhm. Und bei ihm kann ich auch direkt bleiben mit Tore, weil der Junge hat komplett rasiert. Okay, heißt? Der ist bei mir auf der 8er Position mittlerweile, ich habe den zurückgezogen, der hat 23 Tore erzielt. Oh Mann, das gibt's doch nicht, ich habe 22, ebenfalls Holzhauser. 22? Was? Ja. Warum ist der so stark? Keine Ahnung. 22 Tore, 4 Vorlagen bei mir. Was hat dein zweitbester Torschütze? Bär. Ich habe eigentlich gehofft, dass der nicht spielt, sondern eher Lackenmacher, aber der hat 15 Mal getroffen. 15. Und danach? 8, Bernabé. Ja, okay. Bei mir hat halt Collado noch danach 19, also fast bei Holzhauser. Und danach ist Trauerspiel, Digga. 4 Tore, 3 Tore, 3, 2, also... Ja, Digga. Mieses Trauerspiel. Aber gut, sei es drum. 1 Punkt bekomme ich, 2, also du in dem Fall. Das heißt also, insgesamt sind es jetzt 4 Punkte Abstand, ne? Ja, genau. Es ist ein 27-23, aber ihr seht das Ganze ja auf jeden Fall eingeblendet. Und damit sind wir schon fertig im ersten Jahr. Ich würde sagen, wir teilen uns dann auch direkt wieder auf. Ihr seht die Anfangsbudgets bei mir und auch bei Dennis. Wir bequatschen uns aber im Hintergrund sowieso. Und dann geht's in die zweite Saison. Und zum Glück auch in die zweite Bundesliga. Hier sind wir dann also angekommen in der zweiten Saison und der Timer beginnt in 3, 2, 1, let's go. Wir haben 20 Minuten Zeit, 5 Millionen Transferbudget. Ja, das ist in Ordnung, aber auf jeden Fall müssen wir den Abgang von Holzhauser kompensieren. Ich will 2 neue fürs Zentrum. Lackenmacher ist noch jung, hat eigentlich auch ganz gutes Potenzial, also Lucky soll weiter vorne mit drin bleiben. Vielleicht auch bezüglich des Spitznamens ein bisschen Glück bringen. Also, ich will 2 neue Sechser, respektive 2 neue Achter und ich habe da auch schon welche auf der Liste. Wird aber wahrscheinlich nicht ganz so einfach diese Transfers zu realisieren, weil sie dann doch auch pro Kopf wahrscheinlich so um die 4-5 Millionen kosten werden. Abgänge parallel können wir uns nicht ganz so viel erlauben, aber wir gucken halt einfach mal. Alles klar, Leute. 5 Millionen Transferbudget in der zweiten Bundesliga. Es ist ein mieses Trauerspiel, aber gut, wir sind auch mit 2 Millionen reingestartet. Es ist immerhin ja mehr als das Doppelte. Das ist halt dahingehend immer positiv zu erwähnen. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1. Los geht's. Mal gucken, was wir machen können. Vielleicht ja auch einen Kandidaten auf die Transferliste setzen. Ja, vielleicht ja auch Kollege Bargi. Ich weiß nicht. Oder Sieb, ich hau mal die beiden auf die Transferliste. Vielleicht kommt ein krasses Angebot, wenn nicht, dann halt nicht. Wenn ja, dann werdet ihr es sehen. 8,2 Millionen für Diego Collado, oder Collado, sorry, so wird er eigentlich ausgesprochen. Ja, hatte ich ja eigentlich gar nicht auf dem Schirm, dass ich den verkaufen wollte, aber es ist fast das Doppelte vom Marktwert und dafür sollten wir doch einen sehr guten Ersatz finden und da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld für andere Positionen haben und wahrscheinlich wollte den auch ja, Paris Saint-Germain einfach haben. Nee, Digga. Tentic ist ebenfalls verkauft, auch hier das Doppelte vom Marktwert, 9,4 Millionen zahlt Monaco. Der erste Neuzugang ist direkt fix und wir tauschen Talik auf jeden Fall dagegen, haben dann noch 2,3 Millionen oben draufgelegt. Das Ganze für Dan Neal vom AFC Sunderland, oder heißen die AFC? Ich glaube zumindest. Also ein typischer Sechser, 21 Jahre jung, ein ganz gutes Potenzial und jetzt schon ein 72er Gesamtrating. Unser erster Neuzugang für die zweite Bundesliga ist gefunden. Der Ersatz für Alex Collado, ebenfalls Maximilian Bayer, kommt aus der Bundesliga von Hoffenheim. War ja auch in der zweiten Bundesliga an Hannover verliehen und jetzt geht er also zu 1860. München. Let's go. Einen neuen Linksverteidiger. Er ist zwar Rechtsverteidiger, aber wir ändern die Position. Soll es ebenfalls geben. Rico Lewis kommt von Man City. 3 Millionen zahlen wir hier gerade mal. Vertrag läuft aus und ja, der Kollege hat ein unfassbares Potenzial. Vielleicht nicht mehr so hoch mittlerweile, aber immer noch hoch genug, dass er uns übelst weiterhilft und eine Verstärkung ist. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld übrig. Nach dem Transfer von Dan Neal, Metallic und 2,4 Millionen waren es, also 100.000 mehr als
ich eigentlich gesagt hatte, haben wir Kobylanski in die Super League zu Sivasspor verkauft. Wir haben Wein zu Levante gehen lassen. Das war die Freigabesumme vom Sechser. Und hier, bam, 1,85 Adana Demirspor. Also ganz ehrlich, das ist sehr, sehr viel Geld. Jetzt auf dem Konto haben wir noch knappe 4 Millionen und dann noch die eine Baustelle eines weiteren Achters, respektive Sechsers. Und da habe ich halt schon einen in der Hinterhand oder zumindest einen, auf den ich auf jeden Fall ganz, ganz direkt schaue. Mal gucken, inwieweit der überhaupt realisierbar ist. Sentic haben wir verkauft, dafür kommt Paul Bernardoni aus der französischen Liga, aus der Ligue 1 von Angers. Wahrscheinlich so im Gesamtstärkebereich 75, 76, hat jetzt nicht das riesigste Potenzial nach oben, aber bei einem Keeper geht ja auch, glaube ich, ein bisschen was, den können wir pushen und ich hoffe, dass er bis zur Bundesliga erstmal reichen wird. Ja, let's go, Leute, wir können den Kader doch noch verbessern. Ich war schon gefühlt in der Krise. Wir verkaufen jetzt aber Badji für 20,4 Millionen in die Bundesliga zum FCA, zum FC Augsburg. Wir hatten zwei Übereinkünfte. Einmal bei Yashari und da bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher, dass Dennis den nicht später snipen würde. Isak Bergmann Johannesson, das ist jetzt wiederum der andere, kommt von Kopenhagen, wie auch zuvor natürlich Rooney Badji. Hier muss er auf ein bisschen Gehalt verzichten, kostet uns aber nur 2,7 Millionen, hat keinen auslaufenden Vertrag, ist wieder 800.000 Euro billiger als der eigentliche Marktwert und ist damit der zweite und zugleich dann auch schon letzte Neuzugang für uns, denn wir haben nicht viel mehr Möglichkeiten und trotzdem können wir damit auf jeden Fall zufrieden sein. Er wird aber nicht als Achter, sondern als Zehner fungieren, heißt wir spielen dann im 4-5-1 im eigentlich typischen Tannenbaum-System. Ich zeige euch das mal ganz kurz im Hintergrund, das müsste dann so wie folgt aussehen, Neil aber dann hier ins Mittelfeld und Wörl geht natürlich raus, wofür dann Johannesson reinkommt, der da zwar nicht plus nach oben geht, sondern eigentlich viel mehr auf dem Flügel. Ja, dann könnte er vielleicht doch auf der Achterposition spielen. Also lassen wir dann die Formation vielleicht doch einfach so. Ja, ich glaube, wir lassen es dann doch einfach so. Also vergesst alles, was ich gesagt habe. Das ist unsere Mannschaft in Bestbesetzung im Hintergrund. Oh mein Gott, Leute, die letzten beiden Transfers werden perfekt gemacht. Der erste ist Timothy Weah und ich weiß noch nicht mal, ob ich genug Geld habe, um den anderen Transfer zu bestätigen. Aber sei es drum, wir müssen erstmal zum anderen Transfer kommen, denn wir haben gar keine Zeit mehr auf der Uhr, so gut wie. Ja, und das Geld reicht nicht. Das Geld reicht nicht. Oh mein Gott, Leute, ich habe mich wieder komplett gefickt. Ich habe mich komplett gefickt. Komplett wieder selber ins Arschloch rein. Richtig nice. Ohne Gleitgel, ohne nix, Digga. Richtig unangenehm. Ey, nee, Digga, nee. Nö. Weißt du, jetzt haben wir Ding verkauft, den Kollegen hier. Badji oder wie der hieß. Haben halt Timothy Weah jetzt als Ersatz geholt für den linken Flügel. Der ist aber auch schon gewechselt. Eigentlich wollte ich ihn holen, weil der Vertrag auslief. Und ja, jetzt habe ich keinen anderen Spieler geholt. Forza wäre es gewesen. Ja, zu wenig Geld. Muss los, Digga. So lost, so lost, so lost. Wir werden niemals aufsteigen. Wir werden niemals mit dieser Mannschaft hier aufsteigen. Mit fucking Kobylanski. Also ich habe jetzt noch eine Option im Kopf. Wir könnten halt die Position von Sieb ändern zum Mittelstürmer und den dann nach vorne reinstellen, damit Bayern im Sturm, dass wir irgendwie 4-1-2-1-2 enge Raute spielen. Das ist auch die einzige Option, irgendwie Aining hier dann in die Startelf rein. Aber nee, Leute, das war halt wirklich Flop. Flop, Flop, Flop. Am Ende der zweiten Sommertransferphase angekommen, heißt es jetzt das erste Mal Spieler snipen. Und da ich nur zwei Neuzugänge habe, gibt es auch nur zwei Snipe-Runden. Bedeutet aber auch trotzdem ganz kurz, Dennis, wie viele Neuzugänge sind es bei dir geworden? Es sind 4. Okay, also die doppelte Anzahl, aber gut. Genau. Ja, schauen wir doch einfach mal, inwieweit jetzt die Spieler behalten werden dürfen. Im ersten Jahr gab es keine Snipe-Phase, deshalb ist jetzt offiziell die erste. Dennis ist der Gast, also deine erste Fünfer-Auswahl bitte. Genau, wir fucken gar nicht lang rum. Es geht um einen neuen Torhüter. Also mein Kollege, den habe ich verkauft an Monaco für auch eine ordentliche Summe. War jetzt aber auch nicht so krass, als ich schon gehört habe, bei dir 75er Gesamtstärke im Tor. Muss man nachrüsten. Auf der Liste stehen André Lounine. Nummer 2 wäre Paul Bernardoni aus der französischen Liga von Angers. Wir haben Andrew, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, brasilianischer Keeper aus Portugal, Matt Turner vom FC Arsenal und Yvonne Mvogo von Lorient, L'Oréal, whatever. Boah, ist ganz, ganz schwierig. Ich würde irgendwie Lounine ausschließen und auch Turner, weil die beide halt einmal Real, einmal Arsenal, ist eigentlich zu viel Gehalt, würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Ja. Mvogo, ist Mvogo der ehemalige von RB oder reden wir ja, hier ja, von Yvonne Mvogo, der in der Schweiz war, RB, ja. Jetzt in Frankreich. Haben übrigens auch alle einen auslaufenden Vertrag. Also jeder Spieler, den ich dir aufzähle, von den zwei Auswahlen hat einen auslaufenden. Mhm. Wer war der Vorletzte nochmal? Der sagt mir nämlich gar nichts. Der Vorletzte? Ach, das war der Ramirez? Nee, der Vorletzte war Matt Turner. Ja, nee, okay. Aber der Brasilianer da aus der portugiesischen Liga, Andrew. Der ist schon recht interessant. Ja. Ich glaube auch, dass ich mit dem gehen werde. Okay, Andrew ist eingeloggt. Damit dann deine erste Auswahl. Ich bin gespannt. Nur zwei Neuzugänge. Ja. Gut, ich erwarte jetzt keine Mbappés mit 5 Millionen, aber schieß mal gerne los. Also ich habe Spieler geholt, die hauptsächlich auf der Sechser-Position zu Hause sind, zumindest einer davon. Und jetzt in der Auswahl sind auch 4 aus 5 eigentlich Sechser und der andere kann dorthin umtrainiert werden. Also,
Zur Auswahl gibt es für dich einmal Adon Yajari, wir kennen ihn alle wahrscheinlich hier vom FC Luzern, jetzt gerade auch, was Drittliga Sprint to Glories angeht, ist ein Spieler, den man grundsätzlich... Ja, stimmt, der ist bei 1860, ich erinnere mich. Ja, ganz genau. Dann geht's weiter. Bei Duisburg, wir sind ja jetzt hier bei 1860. Ja, wir sind bestimmt, verkehrt hier. Los, egal, weiter, weiter. Es geht weiter mit Lavia, also hier der Belgier von Southampton. Genau. Dann haben wir Dario Essugo, das ist ein junges portugiesisches Talent von Sporting. Mhm. Dann geht es weiter mit Dan Neal von Sunderland. Mhm. Und zu guter Letzt, der sagt dir sicherlich auch was, Juan Sforza von Newell's Old Boys. Ja, den wollte ich holen, da hatte ich kein Geld für am Ende. Ja, das nochmal kurz nebenbei. Ich gehe mal auf Nummer 3, der unscheinbare Portugiese, nee, nicht Portugiese, doch, von Sporting. War, heißt Portugiese, aber von Sporting, das war das Ding, was ich mir gemerkt hatte. Ich gehe mal auf den, weil oft schon vorgekommen, dass du meinst, oh ja, den kennt man gefühlt gar nicht und am Ende hast du ihn geholt. Okay, alles klar. Dann direkt weiter mit einer zweiten und zugleich direkt schon letzten meine Auswahl. Zweite Auswahl. Es geht um meinen neuen Flügelspieler. Da habe ich mich auch nochmal verstärkt. Der erste auf der Liste ist Timothy Weah, also der Sohn von George Weah. Okay. Der Nummer 2, der sagt dir bestimmt auch was. Jan Thielmann vom FC. Nummer 3 wäre Nico Melamed von aus der spanischen Liga auf jeden Fall. Ich kenne den Verein auf jeden Fall nicht. Logo sagt mir auch gerade gar nichts. Cancelleri dann kennt man. Verliehen an Lazio. Talent kehrt zurück. Auslaufender Vertrag. Und Jamie Leveling mit Positionsende. Ich würde mit Leveling gehen. Also Thielmann gehe ich mit dem Hintergrund nicht, weil es vielleicht so eine Ablenkung ist. Köln, dies, das, weiß ich nicht. Vielleicht ist das doch. Nö, der hat auch einfach 73er Gesamtstärke, 82 Potenzial und ist ein interessanter Spieler. Ja, definitiv. Aber ich glaube, ich würde mit Leveling gehen. Auch der Cancelleri ist richtig interessant, hat auch ein krasses Potenzial. Ich glaube, auch auslaufender Vertrag. Aber ich würde mit Leveling gehen. Wie gesagt, alle auslaufender Vertrag. Aber gut, ja. Leveling ist eingeloggt. Damit dann jetzt die letzte Auswahl bei dir, ne? Ganz genau. Und es betrifft eigentlich eine 8er- respektive 10er-Position. Alle Spieler können auch problemlos auf die 10 umtrainiert werden oder sind die Position vielleicht schon. Mhm. So, zur Auswahl gibt es für dich einmal Mauritz Kjærgaard, also der ist von Salzburg, also hat eine 8er-Position, aber geht auch hoch, wenn man den umtrainiert. Okay. Dann haben wir Kaspar Kozlowski, der eigentlich ausgeliehen ist in der Realität an, ich weiß es nicht, aber hier ist er wieder zurück bei Brighton Hove Albion. Okay. Es geht dann weiter mit Isak Bergmann Johannesson. Dann haben wir Alex Scott, auch sehr unscheinbar, aber hat auch eine 72 von Bristol City. Mhm. Auch ein Top-Potenzial. Und zu guter Letzt noch der Beste aus der Auswahl, Pablo Torre mit 20,73er Rating vom FC Barcelona. Also ich wollte sagen, eigentlich sagt mir nur, der Scott war es, aber Touré natürlich auch. Die drei davor bin ich komplett raus, deswegen ich gehe einfach mal mit Scott, weil ich den sehr oft bei Sofifa sehe und mir auch schon mal hier und da überlegt habe, vielleicht ihn zu holen, bisher es noch nicht getan habe. Vielleicht hast du es ja jetzt getan. Okay, alles klar. Dann die Auflösung. Hau doch gerne mal raus. Die Auflösung. Torhüter ist geworden Paul Bernardoni. Also ich bin sehr unauffällig gegangen, wie man sieht. Ja, okay. Ja, wobei du aber auch nicht mehr viele im Rennen hattest. Also die drei waren ja Andrew, der Kollege, da nicht geholt hat und Mvogo. Ja. Und Flügelspieler Nummer 1, Timothy Weah ist es tatsächlich geworden, wo ich mich auch super verkalkuliert habe. Ich habe Budgie oder wie der Kollege da hieß, verkauft. Dachte, okay, davon kaufe ich jetzt einen neuen Flügelspieler und nochmal fürs Zentrum was. Ist absolut nichts fürs Zentrum geworden. Deswegen Sforza, was ich auch gerade erwähnt hatte, leider nicht geklappt. Daneben habe ich noch verpflichtet Rico Lewis von City, kennt man sehr gutes Talent, hat Cancelo einfach mal verdrängt, aus dem Verein geschmissen gefühlt und Maxi Bayer von Hoffenheim, zurück von seiner Leihe bei Hannover, habe ich auch für den Sturm verpflichtet, weil ich auch Cuadrado, meinen vorherigen Stürmer, verkauft hatte. Okay, ich muss tatsächlich sagen, Lackmacher ist bei mir vorne der einzige Spieler noch unter einer 70. Okay. Ich darf aber meine beiden Neuzugänge behalten, denn ich habe einmal Isak Bergmann Johannesson geholt von Kopenhagen. Wer soll das erahnen, Digga? Ja, genau. Ich bin so ein bisschen unscheinbar gegangen und dann kam noch Dan Neal von Sunderland. Der ist auch 21, hat eine 73 fürs zentrale Mittelfeld, eigentlich Sechser. Ich habe den aber eins nach vorne umtrainiert. Ja, ich habe eine sehr stabile Mannschaft. Also bis auf Lackmacher überall auch die 71 mindestens, eigentlich sogar dann schon deutlich besser. Okay. Ja, und von daher würde ich sagen, können wir doch eigentlich zufrieden sein. Und dann fackeln wir gar nicht so lange, oder? Simulieren wir direkt an den 1. Januar. Rein in den Kalender, in die Simulation und zur Hälfte der Saison. Wir sind also am 1. Januar angekommen, heißt jetzt ganz kurzes Zwischenfazit. Und diesmal können wir auf Bundesliga und Pokal schauen. Wir schauen erstmal auf die Liga. Also Bundesliga ist es noch nicht, es ist die zweite Liga. Aber wer weiß, wann es vielleicht die Bundesliga dann wird. Hoffentlich zumindest innerhalb dieser 4 Saisons. Also ich kann ganz kurz vorwegnehmen, ich habe 39 Punkte. Ich stehe auf Platz 3. Es ist alles drin, zwischen Platz 1 und 5 liegen 7 Punkte. Ja, also es kann, glaube ich, im schlechtesten Fall Platz 5 werden, im besten Fall auch vielleicht sogar wieder die Meisterschaft und der direkte Durchmarsch. Punkte, ey, ich krieg schon wieder zu viel hier. Ja, mit 39 Punkten wärst du Erster bei mir. Ja, okay. Es sind übrigens Schalke, Augsburg und Union Berlin bei mir in der zweiten Bundesliga. Schmackhaft, ich bin Sechster mit 29 Punkten. Okay, wie viele Punkte auf dem Aufstieg bei dir? Auf dem ersten Aufstiegsrang exakt 6 Punkte. Okay, ja gut, dann ist ja vielleicht sogar noch was drin. Also was auch ganz komisch ist, bei dir Augsburg, Schalke, Union, bei mir Köln und Stuttgart. Also wir haben komplett verschiedene Absteiger in dem Fall. Mhm.
Ja gut, dann gucken wir ganz kurz auf den DFB-Pokal. Ich bin nicht mehr mit dabei. Im Viertelfinale in Runde 2 hatte ich gewonnen gegen Holstein Kiel, davor Dresden geschlagen und in Runde 3 dann gegen Leverkusen verloren. Für dich war ja auch normalerweise die erste Runde, die Einstiegsrunde, richtig? Wen hast du in Runde 2 als Gegner? Holstein Kiel. Ach, Bruder, Betrug mal wieder. Ich natürlich Bochum und die sind dann in der Bundesliga. Ja, geil, Digga, habe ich verloren, zweite Runde. Okay, erste Runde aber gewonnen gegen? Erste Runde gewonnen gegen Saarbrücken. Okay, alles klar. Ja gut, dann wäre da Stand jetzt ein Punkt Vorsprung in Sachen Pokal bei mir. Aber es kann auch alles passieren. Ich weiß nicht, passiert bei dir was im Winter bezüglich Transfers? Budget sagt 3 Millionen. Ja, der, nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich ja, nicht. Bei mir auch nicht. Ich habe 400.000 und ich bin an sich ganz zufrieden. Und dann würde ich sagen, heißt es wieder mal Punkte zählen. Ende der Saison und da sehen wir uns jetzt. Am Ende der zweiten Saison angekommen, heißt es jetzt Aufstieg bei mir vielleicht klar gemacht und Dennis vielleicht ja auch. Wir gucken doch einfach mal. Es geht mit einem 27-23 jetzt in diese Snipe-Phase, beziehungsweise in diese Punktzahlphase, so rum. Also Dennis, was sagt denn die zweite Ligatabelle bei dir? Die zweite Ligatabelle sagt, dass der TSV 1860 München, wie viele Punkte hat der Meister bei dir? 75. Bist du der Meister? Ja. Ja, selbstverständlich. Bei mir Schalke 81 Punkte. Ganz, ganz crazy. Ich bin mit 62 Punkten, wie gesagt, Dritter. Und jetzt, Trommelwirbel bitte, Chris, bitte einfügen. Bitte mal wirklich einfügen, Chris. Oh. Bitte beim Schneiden wirklich das machen, was wir sagen. Spaß. Ja, ich bin gespannt, ob ich sehe. Ich hoffe, du denkst dran. Auf jeden Fall, Trommelwirbel bitte, Relegation, zweite, andersrum, Bundesliga-Relegation. Ja, wir haben insgesamt 5-3 gewonnen gegen Arminia Bielefeld und steigen damit auf. Absolut krampfhaft, so wie ich stand jetzt, absolut krampfhaft hier noch versuche, auf einem Bein mit Chris mitzuhalten. Ja, okay, also das heißt aber, es gibt 15 Punkte für dich. Ja, trotzdem, wir steigen also beide auf. Der Durchmarsch ist. Für mich ja nur 20 Punkte, ne? Ja, genau, für mich gibt's 20. Für dich wussten wir auch schon, gibt's im Pokal einen, für mich zwei. Heißt, das Ding können wir eigentlich direkt überspringen und wir gucken ganz kurz auf die Trainer des Monatspreise. Ja, da steht bei mir das saftige 3 tatsächlich. Können wir weitermachen. Bei dir? Einfach weitermachen. Ja, ist eine 0 oder was? Einfach weitermachen. Okay, ja, ich muss ja die Punkte hier mitschreiben. Ja, wenn ich sage, einfach weitermachen, Chris, dann wird es nicht eine Zahl sein, kannst du dir vorstellen, oder? Also 0 ist natürlich auch eine Zahl, aber nichts, was uns hier voranbringt oder die Punkte voranbringt. Okay, also, Statistik. Torhüter bei mir hat 9x0 gespielt. Bei mir auch. Das heißt, wir teilen uns mal wieder den Punkt. Und die anderen beiden, sorry, dass ich mal wieder so negativ bin, werde ich, glaube ich, verlieren. Ah, ich habe 10 Vorlagen. 8. Okay. Und Tore? 22? 22, ja. Ja. Du auch, ja, oder was? 21. Ach, 21! Okay, wer hat denn die meisten Tore bei dir? Will ich gar nicht wissen. Maxi okay. Bayer. Okay, bei mir ist es Finn Lackenmacher, der schwächste Spieler bei mir im Kader. Ja, okay, also dann, ich zähle mal ganz kurz zusammen, dass wir auch flott in Richtung dritte und damit erste Erstligasaison kommen. Wir sind bei 25, 28 müssten es hier sein. Also müssten wir bei 40 zu 55 stehen nach der zweiten Saison. 15 Punkte sind viel, aber wir haben auch noch 2 Jahre, wo es jetzt auf jeden Fall nochmal dran geht. Bundesliga, ich hab Bock, wir fackeln nicht lang. Let's go. Snipe-Phase, beziehungsweise nicht Snipe-Phase. Was habe ich denn damit? Transferphase. 20 Minuten, Konferenzschaltung, die dritte Klappe. Wir spielen also mit folgender Mannschaft im Hintergrund Bundesliga. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir Ersatz brauchen. Also für einen neuen Stürmer, das steht außer Frage. Johannes 74 ist okay, ich will aber einen neuen Innen- und auch Rechtsverteidiger und daran werden wir uns setzen. Und der Timer beginnt in 3, 2, 1, let's go. Wir haben 18 Millionen und damit 7 Millionen weniger als Dennis. Wir haben uns nämlich gerade noch mal ganz kurz getroffen. Heißt aber, wenn ich einen neuen Innenverteidiger will und einen neuen Rechtsverteidiger, muss ich die vermutlich im Gegenzug dafür eintauschen. Das will ich aber eigentlich nicht und dann brauchen wir auch noch einen neuen Stürmer. Ja, es wird, glaube ich, schwieriger als wir denken. Aber egal, drumherum ist es sonst eine ganz gute Mannschaft und wichtig ist für mich auch nur, dass wir die Klasse halten. Klingt einfacher als es ist, aber ich will einfach in der Bundesliga bleiben. Okay, Leute, ich muss ehrlich sagen, es frustet gerade ein bisschen. 15 Punkte Abstand und wir sind beide in der Bundesliga. Ja, also ich sag euch ehrlich, die Hoffnung ist nicht groß, dass Chris vor allen Dingen verkackt. Also ich muss überperformen und Chris muss dazu halt einfach nicht weit kommen. Aber ja, wer weiß, vielleicht ein Pokalsieg oder so. Ich versuche noch halbwegs optimistisch zu bleiben, aber 15 Punkte ist schon eine Menge und wir haben jetzt auch nicht die Übermannschaft. 25 Millionen Budget übrigens, die Zeit beginnt in 3, 2, 1, los geht's. Sind 7 Millionen mehr als Chris hat, aber das liegt vielleicht auch daran, dass Morgalla mich wahrscheinlich per Ausstiegsklausel verlassen hat. Mannschaft sieht folgendermaßen aus, ihr seht sie im Hintergrund, eigentlich schon echt nicht verkehrt. Neuer Zehner, zwei neue Innenverteidiger, ja, vielleicht auch ein neuer Sechser und dann können wir eigentlich reingehen in die Bundesliga. Let's go. Wir haben einen möglichen Neuzugang und das Ganze gefunden in Ramiro Henrique. Der hat, weiß ich nicht, vielleicht eine 76, 77, das wäre auf jeden Fall super, kostet 14 Millionen und schöpft unser Transferbudget auch nahezu komplett aus.
Wir werden trotzdem mal schauen, dass man jetzt parallel vielleicht noch was holt für die Kaderbreite. Ich kann es euch aber nicht garantieren und es wird auch alles andere als leicht, weil wir wirklich kaum noch Geld haben und auch der Vorschlag ist indiskutabel, sagt der Spieler. Okay, da müssen wir uns eine Woche gedulden. Wobei der gescheiterte Transfer mir eigentlich so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Also wir gehen jetzt dann doch mit Elias Benzeghir. Der hat eine 74, ist 19 Jahre jung, hat einen auslaufenden Spielervertrag und ist deutlich günstiger und würde uns parallel noch ein bisschen mehr Geld übrig lassen, um vielleicht noch einen neuen Rechts- oder Innenverteidiger zu holen. 6 Millionen Übereinkunft mit Monaco und diesmal lassen wir den Deal auf gar keinen Fall zum Scheitern kommen. Der Spieler selber sagt, er will 5 Jahre Vertragsdauer. Das ist absolut in Ordnung. Elias Benzeghir, ja, der verbessert uns um genau zu sein. 5 Ratingpunkte müssten das sein. Er muss aber auf Gehalt verzichten. Also es tut mir leid. Das macht er auch. Einstiegsbonus gibt's noch dazu. Lackmacher hatte eine 69, er hatte 74. Eine deutliche Steigerung. Unser erster Neuzugang für die Bundesliga. Es ist Armando Obispo, Innenverteidiger aus den Niederlanden von PSV Eindhoven. Vertrag läuft aus. Wir schnappen zu für knappe 12 Millionen Euro und kriegen damit ein saftiges Upgrade in der Innenverteidigung. Denn der Kollege geht hoffentlich in Richtung 80er Gesamtstärke. Weitere Verstärkung kommt für die Innenverteidigung. Alejandro Frances kommt von Real Zaragoza. Ebenfalls Innenverteidigervertrag läuft aus, mittlerweile 21 Jahre alt, hat hier bei FIFA kein Bild, in der Realität zumindest in FIFA hat er auf jeden Fall ein Bild und ich bin gespannt auf seine Gesamtstärke, Kollege Odi irgendwas, ich habe den Namen schon wieder vergessen, hat auf jeden Fall eine 78 und Frances hat eine 76, das sind auf jeden Fall zwei sehr gute Neuzugänge für die Innenverteidigung. Innenverteidiger Lang war eigentlich nur Backup-Innenverteidiger, vielleicht ist es jetzt dann auch besser, sodass die eigentliche Innenverteidigung immer wieder spielt, weil Lang hatte eine 71, mittlerweile einen Marktwert von über 2 Millionen, glaube ich, den geben wir jetzt dagegen und zahlen noch knapp um die 7 Millionen obendrauf. Für Brandon Soppi, ich weiß nicht, hier bei SoFIFA, was der jetzt an Gehalt will. Er startet eigentlich mit so 17.000 rein. Mit dem würde ich jetzt es auch mal probieren. Es ist der letzte Tag. Und wenn der Deal jetzt nicht geklappt hätte, dann hätten wir wirklich keine Chance mehr gehabt. Aber wir finalisieren jetzt diesen Transfer endlich. Es ist so unfassbar schwierig und es sind wieder mal nur 2 Neuzugänge. Aber das ist auch irgendwo die Herangehensweise. Ich will den Kern komplett das Vertrauen schenken und das Team nur an einzelnen Stellschrauben verändern. Und das ist uns gelungen hier. 41 Millionen für Weyer, Leute. Ich nehme es jetzt einfach an. Ich will den Bruder unbedingt verkaufen, damit wir noch einen neuen Zehner und eben natürlich seinen Ersatz verpflichten können. Atletico Madrid zahlt das Geld hier. 41 Millionen. Nehmen wir an. Let's go. Lange Geburt gewesen. Schwere Geburt. Let's go, Leute. Der Ersatz ist gefunden für Timothy Weyer. Kommt wieder aus der französischen Liga, aus der Ligue 1 und heißt Jérémy Doku von Stade Rennes. Let's go. Okay, vergesst, was ich vorhin gesagt habe. Also Lang ist irgendwie doch nicht mit dabei gewesen, aber das hat es mir eigentlich angezeigt. Es kam dann auch direkt zur Übereinkunft. Vielleicht ein kleiner Bug. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall waren es dann 8,1 Millionen für Soppi, der nochmal plus 2 im Vergleich zu Lannert mit sich bringt. Ja, Greilinger ist gerade nicht gut drauf. Maturo ganz genauso wenig. Aber ansonsten hoffe ich, dass er, Johannesson und Benzeghir sich noch verbessern. Dann hätten wir eine 75 plus im Kollektiv. Das Potenzial auch die 80 plus irgendwann zu erreichen. Und dann ist es eine Mannschaft, die in der Bundesliga bestehen muss, bestehen kann, auch wenn man zum Auftakt verloren hat gegen Leverkusen und den HSV und damit vielleicht auch die Pläne in Richtung Klassenerhalt schon etwas, ja, negativ beeinflusst wurden. Endlich, Leute, es ist geschafft. Es war eine richtige Qual. Sydney Rebiger und, was waren es, 5 oder 6 Millionen im Tausch. Dafür kommt Désiré Doué aus der ebenfalls französischen Liga von Stade Rennes, ebenfalls wie Jérémy Doku, fällt mir gerade auf, 19 Jahre alt. Wird wahrscheinlich nicht das riesigste Upgrade zu Rebiger sein, aber halt ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Potenzial hoffentlich und ja, wahrscheinlich vielleicht 74, 75er Gesamtstärke. Wäre schon ganz okay. Ja, 75. Geht fit. Ist damit noch die schlechteste Gesamtstärke in unserer Startelf. Die dritte Sommertransferphase liegt also hinter uns. Noch eine steht uns bevor im vierten und dann auch letzten Jahr. Und um da hinzukommen, müssen wir das dritte erstmal abschließen. Heißt, es gibt eine Snipe-Phase. Und diesmal darf ich dann auch beginnen. Vorher ganz kurz, ich kann schon mal kurz von vornherein sagen, ich habe nur 2 Neuzugänge. Und Dennis, bei dir sind es wie viele? Ich glaube, war letztes Jahr auch schon so wieder 4. Ah, also wieder 4. Wieder mal doppelt so viel. Genau. Okay, alles klar. Dann stand ich direkt mit meiner ersten Auswahl rein. Letztes Jahr durftest ja du beginnen. Also genau. Gehe ich rein. Und zwar betrifft es die Rechtsverteidigerposition. Okay. Zur Auswahl gibt es für dich einmal Isaac Caboret. Der ist, glaube ich, ausgeliehen von City gewesen. Ja, am Anfang bei Marseille, glaube ich. Genau, hier ist er also noch oder wieder bei City. Dann gibt es Thiago Santos von Estoril Praia. Der ist, glaube ich, auch zu Beginn ausgeliehen. Kann man dann ab dem zweiten Jahr holen. Dann gibt es Ethan Laird, also Laird, also L-A-I-R-D von Manchester United. Genau, wir haben dann, wie du auch im letzten Jahr, Rico Lewis, also von Manchester City. Ja. Und zu guter Letzt wäre noch einer von Atalanta, Brandon Soppi heißt der. Also die sind alle vom Rating ziemlich gleich und ich glaube, keiner hat einen auslaufenden Vertrag. Okay, ich gehe mit Rico Lewis, einfach weil ich bisher immer guten Erfolg hatte mit der Variante von wegen, du findest Spieler, die ich geholt habe, auch gut und holst sie auch. Deswegen Rico Lewis. Okay, ich ein. Alles klar, dann deine erste 5er-Auswahl. Check, meine erste 5er-Auswahl. Es geht um einen neuen Innenverteidiger. Als erstes hast du da zur Auswahl Armando Obispo, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, von PSV Eindhoven.
Nee. Ja, auf jeden Fall. Das ist der erste. Wir haben Louis Colwill, sagt der dir was? Der ist dem Chelsea verliehen. Ja, genau. Esteve, Name hatten wir ja schon gehört. Brunthwaite, oder wie der Kollege auch immer ausspricht, mit der Kollege von Brathwaite so mäßig. Ja. Und zu guter Letzt, oh, Albaner, Marash Kumbula. Kumbula, ja, der wäre eigentlich auch so mein Favorite. Ja, übrigens mit auslaufendem Vertrag. Okay, ich nehme direkt Kumbula, das Letzte kommt zum Schluss und dann, oder das Beste kommt zum Schluss, in dem Fall das Letzte für mich vielleicht ganz gut. Okay, check, dann deine zweite Auswahl, ich bin gespannt. Yes, ich habe einen neuen Stürmer gebraucht, weil Lackenmacher mit einer 69 konnte ich nicht so einfach vorne. Ja, wobei, Digga, die zweite Liga hat er bei dir auch zerschossen. Nee, der hat nicht gespielt, stimmt, oder? Doch, ja, der hat mich in die Bundesliga geschossen. Der dritten Liga hat er nicht gespielt, ne? Ja, er hat mich in, genau, da hat Bär eigentlich öfter gespielt. Richtig, aber in der zweiten Liga hat er rasiert. Also warum nicht auch in der Bundesliga, Chris? Ja, ganz genau. Statement vom Trainer bitte. Ja, also er hat ja 22 Tore gemacht im letzten Jahr. Er hat mir ja auch den Punkt für die Tore geholt. Aber trotzdem, ich habe auf jeden Fall einen neuen Stürmer. Er sitzt auf der Bank. Lucky, es tut mir leid, aber er muss auf der Bank bleiben erstmal. Ja? Okay. Ja. Wir müssen uns ja primär verbessern. Und es gibt hier tatsächlich von den 5 Auswahlen 3 Spieler mit einem auslaufenden Vertrag. Okay. Es gibt für dich einmal João Pedro, der von Watford, zweite englische Liga. Ja. Dann gibt es Ramiro Henrique, ein bisschen unscheinbar, Orlando, aber ein richtig guter Stürmer mit einer 77 und einem auslaufenden Vertrag. Okay. Auslaufender Vertrag hat auch Mathis Ablin oder Ablin irgendwie von Stade Rennes mittlerweile hier, hatte aber auch einen auslaufenden, 76. Dann gibt es Elias Benseguir, Franzose, auch auslaufender Vertrag von Monaco. Er ist aber halt der Schwächste von der Auswahl. Und dann zu guter Letzt noch Abdallah Simmer, kein typischer Stürmer, den kann man aber umtrainieren und wir wissen alle, plus 2 oder 3 geht er da nach oben. Gehe ich mit Abdallah Simmer direkt. Okay, alles klar. Check, dann die deine Auswahl schon, ne? Yes, ganz genau. Richtig, die beginnt nämlich lustigerweise auch mit Abdallah Simmer. Deswegen habe ich ihn vielleicht auch eingeloggt, man weiß es nicht. Nummer 2 ist Jeremy Doku. Nummer 3 Nikola Zalewski, wirst du ja auch kennen von der Roma, genauso wie Kumbula. Nummer 4 wäre dann Alan Velasco aus, der spielt in der MLS, aber ist Argentinier. Ja. Und Antonio Nusa hatte ich gefühlt bei dir, bei unserem Showdown auf meinem Kanal mit Duisburg gefühlt immer gehört. Deswegen hörst du ihn jetzt hier auch mal bei mir zum ersten Mal. Ja, der hat natürlich ein Mörderpotenzial. Ich tendiere zwischen Zalewski und Simmer. Okay. Simmer ist vielleicht ein bisschen offensichtlich mit Positioning Change. Gut, vielleicht habe ich ihn ja auch geholt, aber ich lock Zalewski ein. Zalewski ist eingeloggt. Okay, damit die Auflösung. Ja. Darfst du deine beiden Boys behalten? Ja, ich darf sie zum Glück behalten, ja. Okay, bei mir dasselbe. Es ist tatsächlich für die Innenverteidigung Armando Obispo geworden. Boah, von Eindhoven habe ich günstig geschossen für 12 Millionen, 15 Millionen Marktwert. Und Flügel tatsächlich Jeremy Doku. Da habe ich mich nicht lumpen lassen, 25 Millionen in die Tasche gegriffen. Habe aber dafür auch Weyer wieder verkauft. Also ne, da geht sonst gar nichts. Also sonst hätte ich genauso wie du 2 Transfers gehabt. Das wären nämlich meine beiden Innenverteidiger. Der andere ist nämlich noch Alejandro Frances. Ist relativ unbekannt von Real Saragossa. Ja, doch, und ebenfalls von Stade Rennes wirst du auch kennen, Desiré Doué, habe ich Rebiger eingetauscht, 6 Millionen obendrauf und halt nochmal ein heftigeres Talent plus mehr Gesamtstärke. Okay, was man aber tatsächlich sagen muss, ich hatte es null auf dem Schirm. Also der Innenverteidiger, vielleicht kenne ich den, aber der hat mir jetzt so vom Namen nichts gesagt. Ja, den der ist auch einer von vielen, kein besonderes Potenzial, Gesamtstärke siehst du überall, deswegen also. Also hatte ich null auf dem Schirm, genauso wenig wie Doku, weil ich dachte, der ist viel zu teuer. Ja, also deshalb, die zwei hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber bei mir ganz kurz, Benseguir ist unser neuer Stürmer hier von Monaco und Rechtsverteidiger ist Brandon Soppi oder Brandon Soppier, also ist ein Franzose, keine Ahnung, wird man wahrscheinlich nicht Englisch aussprechen, von Atalanta, hat eine 76. Okay. Ja, hat gerade so gereicht. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr machen, hat aber nicht funktioniert, aber trotzdem bin ich ganz zufrieden mit der Mannschaft. Saisonstart war nicht so gut, 2 Niederlagen direkt in den ersten beiden Spielen. Da bin ich noch nicht, Digga, ich habe aber Angst. Ja, ich hoffe einfach, dass wir beide drin bleiben. Und ich würde sagen, Zwischenfazit gibt es am 1. Januar, wo wir uns jetzt direkt dann sehen. Zwischenfazit gibt es also jetzt. 1. Januar, der dritten Saison. Erstes Mal Bundesliga. Bleiben wir drin? Tendenziell, und das kann ich direkt mal vorwegnehmen, ich habe 20 Punkte. Ich habe 7 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Ja, wie sieht's denn da bei dir aus? Aber nach vorne geht bei mir maximal auf Platz 9 was. Nach unten, ja, kann noch alles passieren. Ich wollte jetzt einen dummen Spruch drücken von wegen, ich bin halt gemacht für die Bundesliga, weil ich ein bisschen besser bin als du, aber ich spare es mir. Die Rückrunde am Ende werde ich komplett, ich sag lieber nichts, weil sonst zensierst du es wieder nicht. Das ist jetzt mein neuer Running Gag, Chris, dass du die Dinge nicht zensierst, die ich sage. Ich habe 23 Punkte, 8. Platz. Ja, okay, also 3 Punkte mehr als ich. Ja, genau. Ja, und Abschlussplatz ist 9 Punkte entfernt. Ja, dann sieht es doch schon mal solide mit dem Klassenerhalt aus, sodass wir wenigstens ins vierte Jahr hoffentlich beide auch erstklassig spielen. Gucken wir ganz kurz auf den DFB-Pokal, da sind wir diesmal durch die erste Runde durch, also heißt freilos mehr oder weniger. Bist du noch drin? Das ist die größte Frage. Ja. Ach Mann, Digga. Ja, siehste, nie habe ich dieses Glück, dass du mal ausgeschieden bist im Pokal. Und gegen wen spielst du im Viertelfinale? Union. Ja.
Ja, ich habe auch wirklich den größten Idiotenpokal hier. Bei mir drin sind noch Holstein Kiel, Augsburg, 1860 München, damit ich auch drin. Bremen, Hannover, Bochum, Leipzig ist die einzige stabile Truppe und dann eben noch Stuttgart. Also, ne? Und dein vielleicht, Gegner? Mein Gegner ist Bremen. Okay, also ich hatte in der zweiten Runde Hansa Rostock, ich habe dann gewonnen gegen Bochum und jetzt kommt halt Union. Mal schauen. Ja, da kommt nämlich das Ding, Bruder. Ich hatte in Runde 3 Dortmund als Gegner. Was? 1-0 gewonnen. Und in Runde 2 Freiburg als Gegner. 2-1 gewonnen. Und ich bin trotzdem im Viertelfinale. Ja, okay. Umso schmerzhafter ist es, hier keine Punkte auf dich dann wahrscheinlich zu gewinnen. Ja, lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Und ich würde sagen, Dennis, können wir direkt ans Ende oder wie sieht's aus? Wir können direkt ans Ende. Ich gucke kurz in die Mannschaft rein. Ich bin zufrieden. 80er Gesamtsteckung Kollektiv. Wir sind kurz davor. Bis auf einen Spieler einigen ist ein bisschen lost, aber sei es drum. Ja, was ansonsten? Also halt mal, bis auf einen Spieler 80 plus im Kollektiv? Nee, also ich habe so, ne, also ich habe jetzt auch, also ich habe jetzt insgesamt, wir können ja mal kurz, wollen wir einfach kurz Mannschaft vergleichen? Ja, komm, machen das wir das. Das haben sich die Leute ja auch gewünscht. Ja. Ich kann mal beginnen. Ich habe im Tor, machen wir einfach direkt jede Position einzeln, du sagst, ich sag. Ja. Tor habe ich 80er Gesamtstärke. Ich habe 82 im Tor. Okay, Rechtsverteidiger 79. 77. Innenverteidigung 79, 78. 78, 75. Okay, Linksverteidiger 84. 77. Sechser, also ich habe jetzt halt 4 Mittelfeldspieler. Sechser 78. Ich habe einen Achter 77, der andere 76. Dann habe ich meinen Zehner mit 77, also das passt. Habe ich 78 dann, auch, ja. Okay. Genau, meine beiden Flügelspieler. Dann habe ich, wie gesagt, Aining, Anning, whatever, 76 halt nur. Dafür Doku aber auch wieder 82. Okay, da habe ich 80 und 84. Ja, okay, da bist du stärker. Und zwei Stürmer habe ich mit 80 und 81. Okay, ich habe einen Stürmer mit 76. Also ich würde sagen, dass deine Mannschaft besser ist als meine. Ja, leicht, aber auch nur ganz, ganz leicht, ja, würde ich mal behaupten. Also wir haben beide eine 84er Gesamtstärke, finde ich auch cool. Mhm. Ansonsten auch beide 80er Gesamtstärken, viele Spieler, die kurz vor der 80 sind, deswegen, das meine ich auf jeden Fall mit so 80 im Kollektiv. Es sieht gut danach aus. Ja, wenn man das zusammenrechnet, dann hätte man wahrscheinlich schon so eine Standardstärke irgendwie von 80. So genau, so, irgendwas um den Dreh. Aber jetzt, Leute, Mannschaft kurz verglichen, weil ihr das auch wolltet. Wenn ihr das öfter sehen wolltet, schreibt es vielleicht auch gerne unten in die Kommentare. Und jetzt, ich habe mal kurzes Commentary übernommen, Chris, ich hoffe, es ist nicht schlimm. Nein, wir sehen uns am Ende der Saison wieder. Wir sind am Ende der dritten und damit vorletzten Saison angekommen. Der Punktestand ist wieder eingeblendet. 55 bei mir, 40 bei Dennis. Also, gucken wir ganz kurz drauf, machen wir es kurz und schmerzlos. In der Bundesliga ist es bei mir unverändert Platz 10. Was bedeutet, für mich gibt es 8 Punkte. Und Dennis, bei dir? Unverändert Platz 8. Ah, heißt, es gibt 10 Punkte. Okay, immerhin. Die ersten zweimal wieder aufgeholt. Nach keine Ahnung, wie vielen Punkten, die ich in Folge Schwanz bekommen habe. Ja. War ja bei mir Meister geworden vor Dortmund. Ja, hast du nicht gesehen. Also ich kann auch mal ganz kurz bei mir schauen. Bei mir ist Bayern auch Meister geworden vor Frankfurt. Dortmund ist zum Beispiel nur 7. bei mir tatsächlich. Okay, heftig. Wie viele Punkte hast du? Ich habe 42. 42, okay, damit wärst du sogar 11. bei mir. Ich habe 47, habe aber auch nichts mit Europa zu tun. Also klar, ja. Platz 7, das ist ja so ein halber Platz, der ist 2 Punkte entfernt, aber da muss man natürlich auch Todesglück haben. Mhm. Deswegen, also der erste richtige Platz, 6 in dem Fall, der ist halt 10 Punkte vor mir. Okay, ja, also bei mir Platz 7 hat bei mir 59 Punkte, also oben wird es dann so richtig knapp. Ich habe auch wirklich, also es sind bei mir 13 Punkte Rückstand auf Platz 8, also auf deine Platzierung. Okay, krass. Ja, gut. Ja. Pokal, blicken wir rein. Ja. Wenn ich das Ergebnis hier schon sehe, wer den Pokal gewonnen hat. Ey, Digga, das wäre... Nee. Wie sieht's aus? Wieder zu viel. Ja, bei mir hat der Tabellen 15. den Pokal gewonnen. Wer ist es? Der VfL Bochum. Ach du Heilige, okay. Und also im Finale war, neben Bochum, Kiel. Kiel? Kiel. Ja, okay, bei mir war das Finale Dortmund gegen Leverkusen, da hat Dortmund gewonnen. Das schmeckt auf jeden Fall. Ja, umso schmackhafter ist auch, dass wir dann natürlich im Viertelfinale 3-1 gegen Bremen verlieren, ja. Die in der Bundesliga, die sind nicht mal in der Bundesliga! Wie scheiße sind wir bitte? Ja. Wie scheiße sind wir denn? Hast du daheim gespielt gegen Bremen? Ja, das auch sogar noch! Ja, aber Heimsimulation ist immer ein bisschen mieser und so, da muss man sagen. Ich habe aber auch, vielleicht ganz kurz, damit das vielleicht ein bisschen besser für dich ist, ich bin auch nicht übers Viertelfinale hinausgekommen, habe 2-4 gegen Union verloren. Kleiner Trost, ein ganz, ganz kleiner Trost, deswegen, aber gut, sei es drum, also letztendlich hätte ich so oder so, das Maximum, was ich aufgeholt hätte, wären 3 Punkte gewesen, oder 4, glaube ich, irgendwie so, deswegen, aber ne, schade drum, sei es halt, Stand jetzt sind es ja immerhin sogar mal 2 Punkte, die ich gewinne, bisher noch, aber ja, jetzt kommen die Trainer des Monatspreise und schauen wir mal, ob ich den dritten Nuller in Folge klar mache, yes, here we go, 3-mal in Folge, kein Trainer des Monatspreis. Okay, und ich mache einen gut, weil ich einen bei mir habe. Selbstverständlich, selbstverständlich. Du würdest auch einen haben, wenn du 15. wärst. Würde mich nicht wundern. Ja, das kann schon sein. Gucken wir doch ganz kurz auf die Statistiken. Ich nehme es vorweg ganz kurz. Mein Torhüter hat 7x0 gespielt. Perfekt, der Punkt geht an dich. Ich habe 6. Ah, super, okay. Die Torvorlagen habe ich nur 5.
Genau, Digga, 8. Doku, danke schön. Danke endlich mal. Okay, und Tore bin ich bei 17. 18, Digga. Oh mein Gott! Ja, Digga, ich habe Punkte gewonnen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das heißt, nach meinen Berechnungen, ich habe die Punktzahl nicht im Kopf, aber es sind 12 Punkte Abstand jetzt, ne? 3 müsste ich jetzt insgesamt gewonnen haben. Ja, also du müsstest jetzt bei 54 Punkten sein und ich müsste bei 67 sein. Ja, das ist immer noch ein harter Abstand, harter Tobak, aber wir arbeiten dran. Nächstes Jahr vielleicht einfach Meister werden, du wieder verkacken, wir gewinnen Pokal, du nicht, aber ja, beim zweiten Punkt scheitert schon. Also nach dem ersten, der sowieso schon komplett unrealistisch ist, aber sei es drum, die letzte Saison steht an, ich werde nochmal alles reinhauen und dann hoffen wir einfach mal aufs Beste, oder? Ja, genau, würde ich auch sagen. Also vierte, letzte Saison, das letzte Mal Sommertransferphase. Ihr seht's jetzt und let's go. Hier sind wir dann also angekommen und es ist tatsächlich eine pure Enttäuschung, weil es sind nur 13 Millionen und das trotz souverän im Klassenerhalt. Ja, 20 Minuten gehen los in 3, 2, 1, let's go. Ich habe es zu Dennis gerade schon gesagt, ich werde schnell fertig sein, weil ich sehe es gar nicht ein, meinen Kern komplett zu verkaufen. Das wäre eigentlich wirklich komplett unnötig. Für euch wäre es natürlich cool, ein bisschen was zu sehen, aber ich finde, die Mannschaft ist schon geil und ihr habt ja auch schon ganz coole Transfers sehen können. Maturo, ja, das ist so ein Anhaltspunkt, wo ich auf jeden Fall gerne reingehen würde. Wenn ich mich da aber verbessern möchte, dann muss ich schauen, wen ich hole. Ach, keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. 13 Millionen, das ist wirklich skandalös. Also ich sag's euch ganz ehrlich, so wie es ist, das ist eine Riesenfrechheit. Okay, Leute, wir gehen rein. 20 Minuten beginnen in 3, 2, 1. Los geht's, die letzte Sommertransferphase also. Kurz zum Budget, ja, FIFA 23 Karrieremodus. Weniger Geld als in der Aufstiegssaison. Da hatten Chris und ich irgendwie 25, 18 Millionen. Jetzt schon über 15 und 13 respektive. Let's go, 1860 München Vorstand will offensichtlich nicht erfolgreich sein. Aber sei es drum, wir gehen rein in die Transfers. Ich versuche vielleicht, Kollege Rico Lewis zu verkaufen. Der hat da nämlich fast einen Wert von 100 Millionen. Ist auch schon auf der Transferliste. Doku hau ich auch mal drauf. Sieb ist ebenfalls noch drauf. Das sind so die Kandidaten, die ich vielleicht verkaufen wollen würde. Doué vielleicht auch jetzt schon mit 35 Millionen wert. Mal gucken, was da geht. Schauen wir einfach rein, Leute. Let's go. Vielleicht gibt es einen dicken Umbruch. Vielleicht passiert aber auch kaum was. Wir werden es sehen. 22,7 Millionen für Bernardoni zahlt Leverkusen. Verkaufen wir einfach, denn ja, besser als einzutauschen, würde ich mal behaupten. Versprecher, Verbrecher. 61 Millionen für Doué. Das ist gutes Geld. Das nehmen wir sofort an. Let's go, Leute. Unser erster Neuzugang, Freunde der Sonne. Auf der Torhüterposition kommt Nick Pope von Newcastle United. Vertrag läuft aus. Wir zahlen 10,5 Millionen. 83er Gesamtstärke plus 3 im Vergleich zu unserem vorherigen Keeper. Let's go. Wir haben unseren Neuzugang gefunden und es ist Joel Matip. Er kommt ursprünglich aus Schalke oder von Schalke, ja, von Gelsenkirchen. Ist dann zu Liverpool gewechselt. Hier war er mittlerweile bei Bayern 04 Leverkusen. Kostet uns jetzt gute 10 oder 11 Millionen. Ich kann es euch gleich nochmal zeigen. Ja, auslaufender Vertrag ist 33, wird irgendwo unser Leader für die Innenverteidigung. 12,2 sogar. Ja, und im Endeffekt bin ich an sich trotzdem ganz zufrieden. Maturo kommt dann mit auf die Bank und dann haben wir auch für die Kaderbreite wieder was getan. Matip bleibt vielleicht trotzdem auf so über einer 80 und dann haben wir hier Stefan Savic, Coates, Danilo als möglicher Positioning Change plus Fabian Scheer, die wir dann später mit in die Fünferauswahl reinpacken. Und wenn ja der Kameruner hier weggesniped werden sollte, dann hätten wir noch immer unseren vorherigen Innenverteidiger. Mehr war nicht drin. Wir haben zwar, und das zeige ich euch noch ganz kurz, 11 Millionen Transferbudget, aber ich musste einen Spieler verkaufen, der wechseln wollte und das ist eben einer, den ich von vornherein aus der Jugend mitgenommen habe. Und das zählt ja nicht. Der 13,3 Millionen gebracht, abzüglich dann der Prozentzahl sind wir so bei guten 11 Millionen. Die haben wir jetzt noch als Geld, aber war halt eben durch den Verkauf von Novak, der wollte wechseln. Ich habe damit das Manager-Rating irgendwo auch sichern wollen und dementsprechend war es das mit unserer Transferphase. Was aber trotzdem jetzt nicht bedeutet, dass wir eine schlechte Mannschaft haben, aber ich habe mir halt trotzdem echt viel mehr erhofft, um ehrlich zu sein. Anstelle von Kollegen, den wir vom PSV Eindhoven verpflichtet haben, kommt jetzt also John Stones von Leverkusen. Unser Glück, dass er in die Bundesliga gewechselt ist. Vertrag läuft auch hier aus und er verdient dadurch auch deutlich weniger als bei City. Da wären es eigentlich 150.000 die Woche. Da ja, ist jetzt bei der Hälfte einfach 74.000, um genau zu sein. Bei uns sogar nur 54. Und damit unser neuer Innenverteidiger mit einer 84er Gesamtstärke. Let's go, Mann. Samuele Ricci kommt für die Sechserposition, Leute. Let's go. Wir tauschen unseren bisherigen Sechser ein. Noch ein bisschen Geld oben drauf bezahlt und immer weiter, Leute. Als nächstes ein Zehner. Der Ersatz für Doué, der muss natürlich auch noch kommen. Es geht weiter mit den richtig guten Deals, Leute. Favre kommt Liga-intern von Leipzig. Auch hier wie bei Stones. Der Vertrag läuft dennoch aus, so wie es eigentlich sein sollte, wenn er bei seinem Ursprungsverein ist, bei Lyon, glaube ich, 2026. Und jetzt haben wir erstmal die Startelf komplett, können jetzt aber noch mit dem restlichen Geld, was wir haben, vielleicht den einen oder anderen Spieler eintauschen, wie zum Beispiel jetzt Aning, wie der heißt, wäre auch der erste und einzige, den ich, bei dem ich es auf jeden Fall versuchen werde. Aning wird also eingetauscht und dafür kommt Stipe Biuk oder wie der gute Kollege hier ausgesprochen wird, Kroate aus der MLS, verpflichten wir jetzt also für den linken Flügel, beziehungsweise rechten für die Flügelposition, wie es auch immer sein möchte. Ja, jetzt haben wir noch eine knappe Minute auf der Uhr.
Ja, ich glaube, es lohnt sich nicht mehr. Da haben wir auf jeden Fall leider keine Zeit mehr, um noch was zu machen. Aber prinzipiell bin ich auch jetzt, auf alle Fälle, nachdem wir Anning jetzt auch losgeworden sind, sehr zufrieden mit der Mannschaft. Er hat eine 79er Gesamtstärke, der Kollege. Das heißt auch nochmal zwei mehr als Anning. Hoffentlich auch mal ein bisschen mehr Potenzial nach oben, weil ich glaube, das war bei Anning schon ziemlich sehr ausgeschöpft. Und ja, so viel also zu meinen Transfers. Insgesamt sind es also nochmal 5 Stück für die letzte Saison. Die allerletzte Transferphase. Vorausgesetzt, Dennis macht im Winter nichts. Ich weiß gar nicht. Also bei mir wird auf jeden Fall nichts passieren im Winter. Weiß ich auch noch nicht, aber mal gucken. Wir springen auf jeden Fall zum Winter, nicht zum Saisonende und dann schauen wir einfach spontan. Okay, also es könnte sein, es ist jetzt die letzte, wenn nicht, in Klammer vorletzte Transferphase, sollte bei Dennis was passieren. Also ganz kurze Auflösung, ich habe nur einen einzigen Neuzugang und ich weiß selber noch gar nicht, Dennis, wie viele Neuzugänge sind es bei dir? 5. 5, okay, also dann ist ja doch einiges passiert. Mhm, okay. Ja, Risiko musste eingegangen werden. Hier ja, und es wurde ja auch irgendwo belohnt, weil es könnte ja maximal nur ein Spieler gesagt werden. Ja, das stimmt. Also ich muss schon sagen, ich bin in die Transferphase reingegangen. Also ich musste eh viel machen, weil ich muss natürlich Punkte aufholen. Aber ich bin auch irgendwo mit der Hoffnung reingegangen, dass du vielleicht maximal nur 2 Spieler geholt hast. Jetzt sogar nur einer, umso besser. Ich starte mal wieder rein mit meiner Auswahl. Fackel auch gar nicht lang rum. Es geht um einen neuen Innenverteidiger. Da haben wir zur Auswahl. Nummer 1 wäre Matthias Ginter. Nummer 2 ist John Stones. Nummer 3 ebenfalls Engländer Ben White oder Benjamin White, wie es hier steht. Nummer 4 wäre David Alaba und Nummer 5 David Hanko. Der spielt bei Feyenoord und auch hier wieder alle mit auslaufendem Vertrag. Heftig, dass Ginter bis 2026 Vertrag hat. Junge, wusste ich gar nicht. Ja, vielleicht wurde es auch in-game für ein Jahr verlängert oder irgendwie verkürzt, je nachdem. Also Hanko würde ich irgendwie ausschließen, weil ich den so oft eigentlich auch immer auf den Listen sehe und ich, also bei mir persönlich, bei Sprint to Glories, ich den immer holen will, aber der, ja, der schöpft sein Potenzial irgendwie nie aus. Alaba ist halt schon ein bisschen älter, könnte trotzdem noch ein stabiles Rating haben und deshalb, ja, ich würde Alaba direkt einloggen. Komm, gehen wir mit Alaba. Okay, okay. Übrigens hier in der Karriere zurück zu Bayern gegangen, Vertrag läuft dennoch aus. Ja, so viel dazu. Meine Auswahl, beziehungsweise ne, meine Fünfer-Auswahl, du hast den Spieler ausgewählt. Damit jetzt also die letzte Auswahl wahrscheinlich überhaupt in diesem Showdown. Ja, ganz genau. Und es betrifft auch bei mir eine Innenverteidigerposition. Okay. Da ich ja nicht viel Geld hatte, so rund um die 13, 14, 15 Millionen, musste ich ja gucken, dass es halt ein Routinier ist. Und es stehen wirklich komplette Routiniers einfach nur auf dem Zettel. Ist angefangen bei Joel Matip, geht es dann weiter über Stefan Savic, der mittlerweile auch bei Hoffenheim war oder ist. Ja, auch einen auslaufenden Vertrag, alle auslaufenden Verträge. Wir haben Sebastian Coates, wir haben dann hier Danilo, der mittlerweile nicht mehr bei Juve, sondern bei Real Betis unter Vertrag ist, den man halt natürlich umtrainieren könnte. Und dann noch Fabian Scher. Meine Favoriten wären Danilo und, wer war nochmal der allererste? Der allererste war Joel Matip. Genau, Matip oder er, weil Matip ist, glaube ich, noch der Jüngste, Danilo halt das Plus. Also Matip ist tatsächlich nicht der Jüngste ist Fabian Scher. Ja. Und ansonsten sind alle anderen 34. Matip, Savic, Coates, Danilo, alle 34. Also falls das bei dir was ändern würde, ne? Ja, ändert nicht viel. Also ich glaube, ich gehe aber trotzdem mal mit Danilo, weil Positionsänderung. Okay, alles klar. Das ist dein Pick offiziell? Das ist mein Pick. Richtig, okay, alles klar. Dann löse ich direkt mal auf. Du warst tatsächlich ganz, ganz knapp dran. Es ist Joel Matip geworden. Nein, Digga, Mann. Du hast mich gerade voll abgebracht mit deinem Talk, Junge. Das war so ein bisschen mein Ziel tatsächlich. Aber ja, Danilo habe ich extra nur mit draufgepackt bezüglich Positioning Change dann irgendwie. Ja, aber Matip hat noch eine 82, hat mich auch ein bisschen was über 12 Millionen gekostet und ist damit mein erster Transfer oder mein einziger Transfer. Und bei dir, die Auflösung vielleicht ganz kurz? Ja, bei mir Auflösung Innenverteidiger ist John Stones geworden. Daneben muss ich aber noch ein bisschen mehr auflösen. Torhüter habe ich einen neuen verpflichtet. Ist Nick Pope. Nochmal mit 3 Gesamtstärken mehr als Bernardoni oder wie der davor hieß. Samuel Ricci ist mein Sechser. Habe ich auch eingetauscht gegen Aremu, der von der ersten Saison noch da war. Fivrediger, geiler Transfer, ablösefrei. Nein, Spaß, für weniger Geld. Unter Marktwert 10 Millionen sogar. Von Leipzig geschossen, sehr stark. Und zu guter Letzt habe ich noch Anning eingetauscht und dafür kam Stipe Biok von Los Angeles FC ist es, glaube ich. Ist das ein Kroate? Genau. Ist ein Kroate. LMLF 22, jetzt mittlerweile 79er Gesamtstärke. Ja, 5 Transfers insgesamt, also bei mir. Okay, sehr solide. Dann würde ich sagen, wir fackeln gar nicht so lang und gehen jetzt mal für uns an den 1. Januar. Sollte noch was passieren, dann seht ihr das bei Dennis einfach direkt. Ich würde jetzt nicht sagen, wir machen ein Zwischenfazit, weil entweder Dennis Transfers oder direkt Ende der Saison, das seht ihr ja jetzt dann gleich auf jeden Fall. Es heißt also jetzt, das letzte Mal Punkte zählen. Der Zwischenstand, den seht ihr eingeblendet, 67 bei mir, 54 bei Dennis. 13 Punkte gilt es also aufzuholen. Ich habe bei mir gar nichts mitbekommen in der Kalendersimulation. Dennis hat auch nichts im Winter gemacht, sonst hätten wir uns zwischenzeitlich gesehen. Die Auflösung also und wow, okay. Ja, ich bin super zufrieden bei mir. Das schmeckt schon wieder nicht, das hört sich nicht gut an. Ich bin eigentlich auch sehr zufrieden, aber ja, wie gesagt, ich muss Punkte aufholen, deswegen. Wo steht denn TSV 1860 bei dir? Also ich bin tatsächlich auf dem Podium, auf dem Podest, ja. Ich bin auf Platz 3 und würde nächstes Jahr Champions League spielen. Zum Glück,
Junge, hätte der Meister gesagt, wäre ich ausgerastet. Wie viele Punkte? 68. 68, okay. Hast drei mehr als ich. Ich bin aber einen Platz besser als du. 65 Punkte auf dem Konto. Mhm. Zweiter Platz, 5 Punkte an der Meisterschaft vorbeigeschrammt. Bittere Pille. Wir haben halt leider dreimal Folge unentschieden gespielt gegen Dortmund, München und Leipzig. Ich glaube, ich habe aber auch so gut wie gar kein Spiel in der Rückrunde verloren. Es könnte sogar wirklich gar keins sein. Also die Rückrunde war sehr, sehr spicy. In der Hinrunde waren wir auch einfach, habe ich gesehen, 9. oder 10. oder so. Ehrlich? Wenn die Hinrunde genauso geliefen wäre, klar. Laufen würde, gelaufen hätte. Scheißegal, ihr wisst, was ich meine. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Wir nehmen schon lange auf. Sorry, Leute. Dann wäre es vielleicht sogar die Meisterschaft geworden. Mhm. So ist es aber die Vizemeisterschaft. Ich würde sagen, ich habe das Maximum rausgeholt. Also mehr geht auch eigentlich nicht. Ja, sehr stark. Heißt also für dich 16 Punkte, für mich 15. Gut, DFB-Pokal. DFB-Pokal, auch hier Maximum. Ich war im Finale, habe aber leider 3-0 gegen Bayern verloren. Okay, ich war im Halbfinale. Das heißt, ich kriege einen Punkt weniger als du. Genau. Wären 4 Punkte bei dir, 3 bei mir. Ich habe gegen Hoffenheim dann im Halbfinale verloren. Die Bayern haben auch gegen Hoffenheim verloren, dann im Finale das Ganze. Ja, okay. So. Ja, ich hatte Halbfinale Leipzig im Elfmeterschießen und dann halt, wie gesagt, 3-0 Schwanz von Bayern gekriegt. Damit ist der Showdown auch schon entschieden. Ja. Das können wir auch hier festhalten. Also so viele Punkte kann ich leider nicht mehr aufholen. Aber wenn deine Rückrunde Trainer des Jahres geworden. Ja, wenn deine Rückrunde so gut war, dann sind ja vielleicht ein paar Trainer des Monatspreises drin. Ja, mal gucken. Also könnte es sein. Ja, oh mein Gott. Leute, merkt euch das. 4. Saison. Die ersten beiden Trainer des Monatspreises. Okay, ich gehe mit einem minimal mit. Aber trotzdem 3 Punkte Differenz jetzt in dieser Saison. Also man holt ein bisschen auf an deiner Stelle. Aber natürlich, das Ding ist leider trotzdem für die Spannung schon auch entschieden. Dein Torhüter. Wie viele Tore ohne Gegentor? Wie viele Spiele ohne Gegentor? So. Nick Pope hat 14 Spiele zu 0. Boah, solide. Meine hat nur 6. Punkt geht an dich. Krass. Torvorlagen. Oder Trauerspiel 7. Ja, okay, da habe ich 10. Geht gerade so. Ist in Ordnung, aber auch nicht weltbewegend. Und dann habe ich, ja, 3 ganz gute Torschützen. Bacci auf 3 mit 18, Benzegir mit 21 auf 2 und Bernabé mit 22 auf 1. Ciao, Leben, Digga. Dein Drittbester hat genauso viele Tore wie mein Bester. 18. Armin, du 7. Ah, okay, alles klar. Gut, dann lass mich ganz kurz zusammenrechnen, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen. Ich rechne kurz zusammen und sag euch dann die endgültige Wollen wir Punktzahl. Einmal abschließen unsere Truppenvergleich? Ja, lass uns das gerne machen, auf jeden Fall. Warte, ich gehe ganz kurz drauf. Dann, schieß gerne mal los. Also, Torhüter, Pope 84. Capril 88. Boah, hä, wer? Caprile, so ein Italiener, ja. Wie wird der geschrieben, Bruder? Ich will nur kurz gucken. C-A-P. Ja. R-I-L-E. R-I-L-E. Heftig, Digga. Und wann hast du den geholt? Direkt im ersten Jahr, eingetauscht durch Hillerkiller. Heftig, Digga. Ja, krass. Okay, gut. Das könnte auch einen Unterschied gemacht haben. Ja. Heute habe ich mich eh sehr schwer getan über diese 4 Saisons. Okay, Rechtsverteidiger, 81. 82. Innenverteidigung 85, 81. 80, 81. Okay, da auch wieder ein bisschen unter. Also da ist quasi der Torhüter-Unterschied wieder ausgeglichen. Linksverteidiger, Bruder, es tut mir leid, 90er Gesamtstärke. Ja, ich habe Greilinger noch vom Anfangskader mit einem 79. Greilinger? Ja. Okay, krass, Digga, das ist ein Riesenunterschied. Das ist tatsächlich der einzig übrig gebliebene vom Anfangskader mit einer 79, Greilinger, ja. Okay, bei mir ist Ferlat. Okay, der ist aber auch nur auf der Bank, also keiner in der Startelf auf jeden Fall. Dann Mittelfeld ist übersichtlich, Gesamtstärken 3x84, 1x85. Okay, ich habe 79 und 80 auf der 8, auf der 10 habe ich 83, rechts habe ich 86, links habe ich auch 86. Okay, gut, da würde ich sagen, leicht besser bei mir. Mhm. Stürmer dann aber, glaube ich, bei dir 82, 83 bei mir. Ich habe nur 81. Beide oder einer? Ich habe nur einen, ja. Ach so, ja, okay, krass. Ja, gut. Ja, Leute, das ist so ein bisschen mein Fop hier und heute in dem Showdown. Ich habe halt irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich prinzipiell nie schlechter war als du, zumindest was so die Arbeit angeht, Transfers und alles. Aber das sind halt die Simulationen, Leute. Also die, ne, man muss sich mal überlegen, so ein riesen Abstand. Und ab der Bundesliga sind wir dann eigentlich fast Gleichschritt, glaube ich, gegangen. Ja, genau. Also es aber ist in der dritten und zweiten Liga halt die Punkte liegen gelassen. Leider Gottes. Ja, das sind halt auch vielleicht nochmal so die Unterschiede gewesen. Also wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist es ein 77 zu 88, also zweimal eine Schnapszahl. Dementsprechend, ja, es scheint deutlicher, als es im Endeffekt ist. Ich fand auch, Dennis hat gerade auch durch viel mehr Risiko, mehr Transfers, mehr Arbeit geleistet, hat auch eine bessere Mannschaft. Aber was man trotzdem auch mal festhalten muss, wie krass über 4 Saisons, wir sind aufgestiegen, wir sind durchmarschiert, wir haben die Klasse souverän gehalten und würden jetzt beide fürs nächste Jahr Champions League spielen. Also ist schon wirklich extrem. So ähnlich wird das Ganze laufen, allerdings nur mit einem Bundesligist übermorgen dann. Ihr seht morgen nochmal eine Sprint to Disaster auf beiden Kanälen um 10 Uhr und dann quasi übermorgen um 10 Uhr auch jeweils STGs
Saisonbudgets bis zum Champions-League-Sieg. Also hier 4 Saisons, wie lange wir dort brauchen, keine Ahnung, aber wir sind hier auf jeden Fall am Ende angekommen. Danke für die Aufmerksamkeit, danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Es war ein geiler Showdown, endlich mal wieder auch ein Sieg für mich, wobei man sagen muss, ich glaube in der STG-Showdown-Woche ist es ziemlich abwechslungsreich, was die Siege beider angeht, Dennis und bei mir. Und ja, da würde ich sagen, ich bin ready, Dennis hat das Schlusswort für euch in diesem Video. Macht's gut, haut rein, bis dann, ciao, ciao. Ja, war ein sehr verrückter Showdown, so wie Chris auch schon gesagt hat, auch immer sehr beeindruckend zu sehen, was wir hier so für Arbeit leisten in 4 Saisons von der dritten Liga bis hin jetzt quasi nächste Saison wäre Champions League dran gewesen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich habe nicht mehr viel zu sagen, Leute. 2 Tage stehen noch an, Sprint to Disaster Showdown und bis jemand die Champions League von uns beiden gewinnt, es wird richtig heftig, Leute. Checkt das ab, 10 Uhr, Samstag und Sonntag. Wir sehen uns in alter Frische wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.